Was muss man bei einem Immobilienverkauf als erstes beachten? Was sind so die zentralen Punkte? Also das Wichtigste am Anfang ist wirklich, Zeit zu investieren bei der Partnerselektion. Wirklich schauen, dass man den besten Makler auswählt. Und zuerst einen Wettbewerb machen, unter eben drei von den Top-Makler. Also du hast lieber einen Wettbewerb zwischen Roger Federer, Nadal und Djokovic, um jetzt in so einer Analogie zu sein, anstatt zwischen deinem Tennislehrer, dir selber und noch einem Kollegen, der ein bisschen Tennis spielen kann. Und in diesen 10'000 Maklern ist es einfach ein riesiger Unterschied, ob du eben die drei Top-Tennisspieler findest oder drei Halbschuh-Tennisspieler. Heute im Schweizer Erfolg-Podcaster Gabriel Dietzi. Sehr wahrscheinlich wirst du einmal deine Eigentwohnung oder dein Eigenhaus verkaufen. Da kannst du aber sehr viel falsch machen. Was du alles kannst falsch machen und wie viel Geld das du kannst verlieren bei dieser Transaktion, das erzählt mir heute der Gabriel, der Geschäftsleiter von der Deutschschweiz von der Firma Bestag ist. Bestag ist ein Vermittler von Maklern. Warum ist das so wichtig? Makler gibt es sehr viele, die sehr seriös sind, aber leider auch viele, die nicht sehr seriös sind und falsche Anreize haben. Das heisst, sie werden die Immobilien von dir für zu wenig Geld verkaufen. Und darum kannst du zu wenig Geld innen. Darum sehr spannend, weil auch ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, jetzt in diesem Podcast im Schweizer Erfolg. Viel Spass! Gabriel, du bist früher im Consulting-Bereich gewesen. Erzähl doch einmal, jetzt bist du in einem Startup. Warum hast du den Wechsel gemacht? Ja, das ist eine gute Frage, oder? Ich war 5 Jahre im Consulting-Bereich, 7 Jahre in der Versicherungsbranche, in einem gut bezahlten Job und wechsle dann zu einem Startup, wo sicher ein bisschen weniger gut bezahlt ist. Aber am Schluss ist wirklich 3 Gründe, die mich dann motiviert haben. Zuerst ist der Markt. Der Immobilienmarkt und insbesondere auch der Maklermarkt ist unglaublich intransparent. Und ich finde, es hat eine mega Motivation, einen intransparenten Markt besser zu machen, transparenter zu machen, ehrlicher zu machen. Und das machen wir von Bestag. Oder wir verbessern einen Markt. Und das spornt unglaublich an. Das Zweite ist so ein unternehmerisches Feuer. In der Beratung bin ich Angestellter gewesen, jetzt bin ich Mitinhaber. Und jetzt ein Team können aufzubauen, oder? Ich bin dann Nummer 4 bei Bestag dazugekommen. Jetzt sind wir 17, so einen Aufbau von einem Unternehmen können zu machen, ist einfach hölle cool. Das ist so ein unternehmerisches Feuer, wo ich dafür brenne. Und ich glaube, das Dritte und das Letzte, das ist wirklich noch so ein bisschen mehr rund um die Sinnfrage. Im Consulting fragst du dich manchmal, ja, du bist so ein kleines Zahnrädchen von einem grossen Unternehmen am Schrauben. Warum? Warum machst du das? Und die Sinnfrage, die stellen wir jetzt einfach nie mehr, weil wir helfen einem Herr und Frau Schweizer ihre häufig wichtigste Transaktion im Leben, nämlich einem Immobilienverkauf. Und dort kann so viel schief laufen und wir sind dort wirklich eine unabhängige, ehrliche Unterstützung für sie, die schauen, dass für sie alles mit ideal abläuft und mit rechten Dingen zu und her geht. Das ist mega befriedigend. Cool, also du hast dein Why gefunden, gesehen, aber du hast vorher die Finanzen erwähnt. Auf wie viel musst du jetzt da so verzichten? Was hast du vorher verdient und was verdienst du jetzt? vorher irgendwie, nach ein paar Jahren im Consulting bist du bei 150 plus, klar, und jetzt eher bei einem Drittel und noch ein bisschen tiefer gestartet. Ja, Aber du bist Miteigentümer. Ich bin Miteigentümer. Das ist natürlich auch über das eine andere Rechnung. Aber es reicht zum Fixkosten decken und macht unglaublich viel Spass. Und 2 ist da. Darum hat noch keinen Tag gegeben, wo ich das bereut habe. Aber hast du das immer in dir gehabt, dass du sagst, ich werde irgendwann unternehmerisch sein? Oder hast du einfach eine Opportunity gehabt und hast gesagt, die nehme ich jetzt? Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das eigentlich will. Aber man soll ja die Chance nehmen. Ich glaube, ich habe es schon immer ein bisschen gehabt. Und ich habe manchmal ein bisschen rumgelassen und geschaut, was würde mich gelusten. Und ich habe gemerkt, irgendwie Corporate Jobs oder bei einer anderen Beratung, das hat mich nicht abgeholt, weil mein Why wäre dann nicht erledigt gewesen mit dem. Aber ich muss jetzt auch sagen, es ist
cool gewesen, bei etwas dazukommen, das schon 2 Jahre am Markt war, wo irgendwie auf einem Fundament hast aufbauen und ich jetzt einfach für Deutschschweiz verantwortlich bin. Und das in Deutschschweiz aufzubauen, bekannt zu machen, ein Team zu formen, ist dankbar, sage ich mal, dass nicht wirklich vom ersten Ziegelstein vom Company Building das hast du machen müssen. Also das hat mir noch recht entsprochen. So. Und was ist so vom Arbeitsinhalt der Unterschied von vorher im Consulting-Bereich zu jetzt, was du jetzt machst? Wie sieht so ein Arbeitsalltag unterschiedlich aus? Ja, also vorher habe ich sehr viel Slide gemacht und Excel-Modell und Präsentationen gehalten. Und jetzt bist du viel mehr am Markt. Also am Telefon, mit den Leuten in Gespräch, draussen, am Markt. Es ist viel weniger dokumentlastig, sage ich mal. Also, das ist ein einfaches Beispiel. Vorher bin ich so standardmäßig mit Shortcuts in PowerPoint und Excel mega schnell gewesen. Und jetzt bei uns arbeiten wir alles nur mit Google Docs. Das ist, bei mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich denke, oh mein Gott, ich bin dreimal langsamer. Und habe nachher noch schnell müssen merken, ich brauche gar nicht mehr so viel Dokumente und die Modelle und alles, was ich vorher gebraucht habe, weil es einfach viel, viel mehr die Arbeit am Markt mit den Menschen ist. Sei es Kunden, Partner oder jetzt auch mit dem Teamaufbau, mit den Mitarbeitern. Bist du da sehr selbstständig? Wenn du sagst, du bist Leiter von der Deutschschweiz, dann bist du eigentlich CEO von deinem Gebiet? Ja, das kann man so sagen, ja. Ich bin eben der Erste in der Deutschschweiz, ich habe jetzt ein Team von 7 Leuten in der Deutschschweiz, wo ich auch so ein bisschen meine Kultur und meine Werte, klar, wir haben noch ein Bestag oben drüber und der Patrice Hoffa, der es gegründet hat, aber dort hat man schon sehr viel Gestaltungsmöglichkeit im Markt, weil wir auch eine Akzeptanz haben, um zu sehen, dass eine Westschweiz und eine Deutschschweiz 2 unterschiedliche Märkte sind mit unterschiedlichen Kulturen und wir dort auch andere Herangehensweisen wie schätzen und zuhören und vom anderen Markt jeweils auch lernen. Was merkst du da? Was ist anders? Lustigerweise, oder wir haben angefangen mit unserem Angebot machen wir komplett kostenlos für Immobilienverkäufer. Also der Maklervergleich und die Begleitung ist komplett kostenlos. Und in der Deutschschweiz ist das mega viel mit Skepsis aufgenommen worden. Wie geht das und wie kann man das? Und in der Westschweiz ist das viel mehr, ja, also es muss kostenlos sein, oder? Sonst geht es nicht. Und in der Deutschschweiz ist das gar nicht so ein Vorteil gewesen. Plus, der Markt ist anders und wir haben jetzt auf dieses Jahr angefangen, weil es auch vom Geschäft her notwendig ist, eine Spesenpauschale von 1500 Franken pro Kunde einzuführen. Und eigentlich hilft es, eure Argumentation, auch im Gespräch mit den Kunden, ist absolut ein Verständnis man kann es einfach nachvollziehen und es ist sinnvoll, hat gute Qualität, einen Preis. Und in der Westschweiz ist das wie ein bisschen anders. Das sehr gratis ist viel ausgeprägter. Ja. Ja. Und jetzt sag mal, welches Problem löst ihr bei der Bestag? Ja, das Kernproblem ist eigentlich, man verkauft häufig nur einmal im Leben eine Immobilie. Und da muss man sich schon fragen, oder was kann man wirklich gut, wo man nur einmal im Leben macht? Eigentlich nicht. Gleichzeitig geht es aber um häufig die finanziell wichtigste Transaktion im Leben. Und da prallen Verkäufer einfach auf einen sehr intransparenten Markt und sind den Makler, also den professionellen Immobilienverkäufer, zu einem gewissen Grad ein bisschen ausgeliefert. Und die Gefahr hier, abgezockt zu werden, ist sehr, sehr gross. Häufig auch, ohne dass man es effektiv nachher weiss. Und genau das lösen wir. Wir sind wie die Garantie, dass man nicht abgezockt wird beim Immobilienverkauf. Oder positiv ausgedrückt, wir sind die Garantie, dass ein optimaler Immobilienverkauf, ein sorgfreier Immobilienverkauf kann erfolgen und im Positiven quasi als Pluspunkt noch realisiert man im Schnitt 5-7%
höhere Verkaufspreise, wenn wir Begleitung machen. Spannend. Also wenn ich jetzt, ich werde sicher irgendwann mal eine Immobilie verkaufen und ich habe jetzt schon Respekt davon, weil ich habe ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht, das kann ich nachher vielleicht mal euch kurz erwähnen. Was, du hast vor die Abzocker erwähnt. Mhm. Bring doch mal ein Beispiel. Was gibt es denn so für Beispiele auf dem Markt in der Schweiz, wo etwas passiert ist, wo Abzocker im Spiel beteiligt sind? Mhm, mhm. Also vielleicht kann man zuerst mal ein bisschen den Markt umreissen, oder? Der Markt ist sehr umkämpft. Es gibt irgendwie gegen 10'000 Immobilienmakler. Das ist eine unglaubliche Dichte. Viel zu viel für wie viele verfügbare zu verkaufende Immobilien es eigentlich gibt. Und das heisst, die probieren mit allen Mitteln einfach an Aufträge zu kommen. Und das führt zu unglaublich nachteiligen Marktpraxis, weil wie kommst du an Aufträge? Entweder du sagst, ich bin mega günstig oder ich hole die Provision beim Käufer, irgendwie probiere über einen Preis zu machen, also über das Honorar. Oder du sagst, hey, ich kann dir im Fall 200'000 mehr rausholen als alle anderen. Und das sind häufig einfach nichts anderes als leere Versprechungen, die zwar gut tönen, aber weil man sie ja gar nicht wissen kann im Vorhinein, lässt man sich darauf ein und merkt nachher plötzlich, das hat dann gleich nicht gestimmt. Die 200'000 hätte er nicht realisieren können. Am Schluss bin ich sogar bei einem deutlich teuren Preis, als mir der seriös, ohne falsche Versprechen vielleicht angekündigt hat. Aber vielleicht mal ein Beispiel, wo man eigentlich vermeintlich denkt, das ist mit guten Dingen abgelaufen. Oder? Das ist zwei Schwestern in Kreuzlingen. Der Vater ist gestorben, sie haben ein Haus geerbt, ein Stadthaus. Und haben eine Willensvollstreckerin eingesetzt, die die Erbangelegenheit abwickelt. Und die kennt den Makler und hat den Makler empfohlen. Und sie vertraut dem Makler, sie gibt dem Makler standardmäßig den Auftrag. Und der Makler hat gesagt, ja, das Stadthaus kann er für 1 Million verkaufen. Das kostet 3% Honorar. Und er hat potenziell schon einen Käufer, der genau das sucht. In 90% der Fälle würden die Erben einfach sagen, ja, Willensvollstrecker kennt den Vertrauensmakler, das ist gut, machen wir. Zum Glück sind sie skeptisch geworden und haben uns als zweite Meinung quasi herbeizogen. Und was wir machen, ist, wir suchen drei geeignete Makler, die genau in dieser Region viel verkauft haben. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Makler aufgeboten, haben eine Besichtigung vor Ort gemacht. Und jetzt kommt es, oder? Die haben bewertet für 1,25 Millionen der tiefste und 1,45 Millionen der höchste, also in diesem Spektrum. Also wir sind bis fast eine halbe Million drüber. Und nachher tun wir selber auch noch bewerten, um das ein bisschen plausibilisieren. Und gehen dann auch ein bisschen challenge. Und dann für 1,45 haben wir gesagt, das schaffst du es. Das ist ein krasses Delta zum Vertrauensmakler, der 1 Million hat gesagt. Und der hat gesagt, ja, klar, das schafft er. Er hat einen potenziellen Käufer, der genau das sucht. Und wir machen das nachher noch verbindlicher, indem wir sagen, hey, aber wenn du es nicht schaffst, dann kommt ein Malusmechanismus zum Tragen. Du machst dein Honorar kaputt. Bist du dessen bewusst? Weil so kannst du leere Versprechen entschärfen. Oder? Das passiert nie, wenn sie wissen. Wie hoch ist denn der Malus, dass der effektiv ist? Wir sagen, es ist so 3 bis 5 Mal die Basisprovision. Also konkret, wenn man 3% Provision hat, kannst du 10 bis 15% Malus einsetzen. Das heisst, wenn du auf 1 Million angesagt für 900 verkaufst, wirst du bei 3% zuerst 30'000 Honorar stellen und sonst 27 im Normalfall. Und bei uns wäre es halt 30'000 und sonst 15'000. Also es tut richtig, richtig weh, wenn du nicht die angesagte Preis kannst realisieren. Und jetzt schnell in diesem Fall Kreuzlingen. Die haben nachher dem Makler den Zuschlag gegeben. Der hat nicht nur einen potenziellen Käufer in ihrer Kundenkartei gehabt, sondern am Schluss zwei. Und dort hat es noch so eine Dynamik gegeben und das ist am Schluss für 1,6 Millionen verkauft worden, wo einfach ein Delta von über 500'000 zum Vertrauensmakler am Anfang ist.
Wahnsinn. Und im Normalfall hätten sie es gar nicht herausgefunden, sondern hat einfach mit dem abgeschlossen für eine Million und hat gedacht, ja, sie haben dem Vertrauensmakler vom Willensvollstrecker geglaubt. Und wie kommst du auf die Idee, das zu challengen, oder? Für euch kann ich mir vorstellen, ist das noch schwierig zu kommunizieren, weil du hast vorher gut erwähnt, für viele ist das eine einmalige Transaktion, die sie im Leben nachher nie mehr werden machen. Das heisst, die Informationsasymmetrie ist riesig. Niemand weiss ganz genau, wie der Markt funktioniert, wenn man zuerst mal auf den Markt kommt. Und jetzt kommt dann ein Besttag, wo dir sagt, hey, du kannst von einer Million praktisch 50% plus verlieren, wenn du nicht den richtigen Makler hast und so. Glaubst du euch das? Ich meine, wenn du die Geschichte jetzt erzählt hast, das ist ja Wahnsinn, 50%, oder? Ich meine, das muss ja der Kunde auch verstehen, der Verkäufer oder die Verkäuferin müssen ja das verstehen, oder? Ja, es ist krass. Also, was ich dazu mal sagen möchte, 50% ist sicher ein Ausreißer. Oder im Schnitt sagen wir irgendwo 5-7%. Aber gleich, auf eine Million, 50.000 bis 70.000 und auf das Eigenkapital, wo nur ein Teil von dieser Million ist, ist das ein unglaublicher Einfluss auf dein Vermögen, sage ich mal. Aber du sagst es richtig. Unsere grösste Herausforderung, wir müssen die Leute, die das nur einmal im Leben machen, eigentlich zuerst mal für gewisse Probleme sensibilisieren, wo sie gar noch nicht wissen, dass sie sie werden haben im Verlauf von einer Immobilientransaktion. Oder? Und das vorher ist so das klassische Beispiel gewesen. Günstig verkauft sich einfacher. Ein Makler ohne Wettbewerb kann sich das Leben so viel einfacher machen, wenn er eine nicht zu sportliche Bewertung macht. Für eine Million, oder? Der hat das innerhalb von 2 Wochen abgedrückt und 30.000 verrechnen können. Wohingegen nachher die 1,6 zu realisieren, oder? Es ist 4 Monate, man muss handeln, es ist ein höherer Preis zu realisieren, ist harte Arbeit. Und das ist einer von den zentralen Fehlanreizen am Markt, dass wenn in einer wettbewerbslosen Situation bist, günstig sich einfacher verkauft, einfach ein bisschen durchgesetzt hat und da eben das vermeintliche Vertrauen häufig auch ein bisschen missbraucht wird, oder manchmal vielleicht nicht mal wissentlich missbraucht, aber es ist, ich kann nur so viel sagen, ein Vergleich lohnt sich. Und ein professionell begleiteter Vergleich von jemandem, der nur diesen Vergleich macht, an der Tagesordnung und haargenau weiss, wo drauf schauen, ist einfach mega sinnvoll in finanziell bedeutendsten Transaktion im Leben. Definitiv. Also du hast mir auch mal offline erzählt, aber die Anreize sind ja falsch. Das hast du jetzt sehr gut erklärt. Ich meine, wenn der Makler merkt, ich kann die Immobilie für 1 Million verkaufen, bei 3% sind das 30.000 Franken. Bei 1,2 wäre es 36.000 Franken. Für die 6.000 Franken wird er nicht das Risiko eingehen, dass er die Immobilie gar nicht verkauft. Genau. Das heisst, er wird sie immer für 1 Million verkaufen. Aber nur, dass ich es richtig verstehe. Auch ein Anreiz, also ihr denkt, der Anreizsteuerung mit einem Malus, gibt es euch noch einen Bonus? Oder ist es einfach der Malus, der das Problem schon regelt? Du hast ein Bonus-Malus-System, wo eigentlich die Spiegelung vom Malus ist der Bonus. Der Malus ist unglaublich wichtig, um in Wettbewerbssituation, also wir fragen 3 Makler zum Bewerten und sie wissen, sie im Wettbewerb. Eine Tendenz vom Markt ist, dass sie dann einfach einen zu hohen Preis sagen, nur um den Auftrag zu bekommen. Und das ist mega unvorteilhaft, weil wir wollen ja die ehrlichen Preise, die realistischen. Und darum ist der Malus-Mechanismus wichtig, dass du einen Schutz vor Überbewertung hast. Aber auf der anderen Seite, wenn der Makler sagt, 1 Million schafft er und das ist das kompetitivste Angebot und er bekommt den Zuschlag, dann wollen wir natürlich trotzdem, dass er fightet dafür, trotzdem 1,1 Millionen zu bekommen. Und wenn du auf die 100.000 drüber ein Makler halt nach 10.000 oder 15.000 abgibst, bleiben dir ja immer noch 85.000 bis 90.000 stehen. Und wir probieren dort wirklich Win-Win-Settings zu schaffen und Anreize intelligent einzusetzen, dass alle davon profitieren. Genau. Okay, das heisst, ihr geht nachher mit dem Prozent noch höher, ab einem gewissen Grad. Und das seid ihr entscheiden, wie hoch das die Provision nachher ist? Nein, wir tun es vorschlagen, aber am Schluss ist ganz wichtig, der Kunde bei uns, der Verkäufer, hat immer die Entscheidungen in seinen Händen. Also sowohl, welcher Makler den Zuschlag bekommt, aber auch, wie ausgeprägt das Bonus-Malus-System soll sein. Oder wenn jetzt einer wünscht, er möchte es einfach nicht, dann können wir auch
komplett eliminieren. Also wir sind wirklich ein Berater im Auftrag vom Wohl vom Kunden. Und er trifft alle Entscheidungen unter unserer Beratung und Unterstützung. Was sind denn so Red Flags bei Maklern? Also wenn ich jetzt eine Immobilie verkaufe, was würdest du sagen, sind so Signale, wo man aufpassen muss, das ist vielleicht nicht seriös? Ja, also vielleicht nicht seriös. Ich sage mal, das, was ich häufig höre, ist irgendwie ein Makler, der sich fast damit brüstet, in welchem geografischen Gebiet er tätig ist. Also, ja, klar, im Berner Jura verkauft er bis ins Aargau, auch Zürich bis auf Luzern und Berner Oberland. Und da müssen dir spätestens alle Alarmglocken läuten, weil wenn du in so einem grossen Gebiet tätig bist, dann kannst du davon ausgehen, du hast nie eine Spezialisierung und vor allem du hast nie einen tiefen, fundierten Käuferstamm. Oder der Makler aus Kreuzlingen, der hat ganz viel in Kreuzlingen verkauft in den letzten 2 Jahren, hat über die Verkäufe gewusst, ab Familie Müller, Gerber und Künzli, ist am Suchen, aber eher in diesem Preisrange mit einem Zimmer mehr und kann dort, wenn er das Mandat bekommt, 20 Telefone einfach mal direkt machen und hat so potenzielle Käufer einfach schon an Angeln. Und das ist nicht möglich, wenn du in einem zu grossen Gebiet tätig bist, dann wirst du nie einen tiefen Käuferstamm haben. Und die Makler tun sich wie Brüste, ich decke so ein grosses Gebiet ab und bei mir ist immer, oh mein Gott. Also ich habe viel lieber, wenn einer 5 Immobilien in Biel verkauft hat, als wenn er quasi noch im Tessin auch noch verkauft. Das bringt nichts. Das Problem an dem Ganzen ist eigentlich... Ja, ich glaube auch, wenn er eine Regionsspezialität hat, dann hat er auch das Preis-Know-how. Er weiss, was im Markt wirklich realistische Preise sind, oder? Wenn er überall ist, dann hat er ja keine Ahnung. Es passiert so schnell etwas. Ja, das ist genau so. Und dann läuft es häufig darauf hinaus, dass sie einfach über die hedonischen, also die statistischen Bewertungstools darauf zurückgreifen. Und das sind die wir auch machen, oder? Also wir machen ergänzend zu den 3 Maklerbewertungen, machen wir noch die 2 hedonischen mit Yatzy und Wüstpartner. Also man hat 5 Bewertungen, wirklich eine breite, fundierte Auslegeordnung, wo man wirklich mit gutem Gewissen kann sagen, das ist die zuverlässigste Bewertung, die du am Markt kannst bekommen. Und im Schnitt sind wir auf 100 Verkäufe, die wir es angeschaut haben, 0,65% drüber, über der Bewertung, die er im Vertrag stand ist. Also eine unglaublich hohe Zuverlässigkeit. Und ein Makler, der in der Region nicht das lokale Marktpreisgefühl hat, der geht einfach auf die hedonischen Tools und der ist der Mehrwert sehr beschränkt. Ja. Was sagst du oder was gibst du für Tipps der Hausverkäuferin, was müssen wir bei einem Immobilienverkauf als erstes beachten? Was sind so die zentralen Punkte? Also das Wichtigste am Anfang ist wirklich Zeit zu investieren bei der Partnerselektion. Wirklich schauen, dass man den besten Makler auswählt und zuerst einen Wettbewerb machen unter eben 3 von den Top-Maklern. Also du hast lieber einen Wettbewerb zwischen Roger Federer, Nadal und Djokovic, um jetzt in so einer Analogie zu sein, anstatt zwischen deinem Tennislehrer, dir selber und noch einem Kollegen, der ein bisschen Tennis spielen kann. Und in diesen 10'000 Maklern ist es einfach ein riesiger Unterschied, ob du eben die 3 Top-Tennisspieler findest oder 3 Halbschuh-Tennisspieler. Ja. Und dort sich wirklich Zeit nehmen für die Auslegeordnung und nachher einem Makler den Zuschlag geben, exklusiv für 4, 6, 9 Monate die Immobilie können zu vermarkten. Also Zeit am Anfang bei Selektion, anstatt, was häufig falsch gemacht wird, wir probieren es jetzt einfach mal mit dem. Oder? Der hat jetzt noch einen guten Eindruck gemacht, wir können ja immer noch wechseln. Das ist mega schlecht. Weil, wie heisst es, you don't get a second chance to make a first impression, das trifft beim Immobilienverkauf hoch 10 zu. Weil, wenn du einmal ein Objekt am Markt gebracht hast mit einem Preis, ist es unglaublich schwierig, das nachher wieder zu ändern. Und die Leute haben das Gefühl, wir können ja einfach den Preis senken. Und das ist einer der zentralen Irrtümer, sage ich mal. Weil, wenn du den Preis geankert hast für 1 Million,
Und dann nach zwei Monaten kommst du ab auf 900 oder 850 und hast gemerkt, du hast keine einzige Besichtigung. Der Warwert wäre vielleicht bei 850. Dann kommst du auf das runter. Dann haben das alle am Markt gesehen und sagen, oh, die sind mega unter Druck. Wahrscheinlich müssen sie jetzt verkaufen. Komm, wir machen denen ein Angebot. Vielleicht können wir dort ein Schnäppchen machen. Und dann offerieren sie vielleicht 690, 720. Oder? Ja. Und mit einem zu hohen Preis starten, landet häufig dabei, dass du bei einem tieferen Preis abschließest, als wenn du von Anfang an mit einem realistischen Preis drin wärst. Und darum der Anfang, ja, die Auslegeordnung mit dem richtigen Bewertungspreis, einem richtigen Makler und einem guten Auftreten am Markt zu gehen, das ist das alles Entscheidende. Dieser Podcast wird gesponsert von der Digitalmacher, www.digital-macher.ch. Du hast das Gefühl, dass der Fachkräftemangel die Schuld ist, für das du keine qualifizierten Mitarbeiter findest? Ganz sicher nicht. Die Digitalmacher finden und Fachkräfte innerhalb von 30 Tagen auch für dein KMU. Und wie? Durch ein gescheites Employer Branding, indem wir dich gut positionieren, einen digitalen Bewerbungsprozess aufbauen und natürlich eine coole Social Media Kampagne mit sehr lustigen und guten Videos machen. Geh jetzt auf www.digital-macher.ch und buche jetzt deinen ersten kostenlos und unverbindlich Termin. Ja, und ich glaube, es liegt auch daran, dass viele einfach zu höflich sind, zu nett in dem Prozess, oder? Ein Beispiel ist zum Beispiel meine Frau, der liebste Mensch auf der Welt, oder? Es ist darum gegangen, eine Hebamme auszuwählen. Mhm. Und schon bei der ersten Hebamme hat sie gesagt, ja, der kann ich schon fast nicht mehr absagen und so. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, nein, du eine zweite nochmal anschauen, nicht mehr dritte, nicht mehr vierte von mir aus, oder? Mhm. Und nachher ist es darum gegangen, einer abzusagen. Und das war nicht einfach für sie, weil es einfach so, ja, es ist etwas in Teams und man hat doch auch schon eine Beziehung irgendwo auf. Und wir sagen einfach auch nicht gerne nein. Und ich glaube, wenn ein Makler, der euch ein bisschen überzeugend ist, vor dich kommt und du hast noch nie ein Haus verkauft, dann sagst du, ey, dem kann ich jetzt fast nicht absagen. Ich meine, was will ich dem? Der wird mir böse sein, oder? Hast du auch das Gefühl? Habe ich auch das Gefühl. Also einerseits übernehmen wir ja genau auch das. Also Maklerselektion, wo wir ihnen sagen, sie sind in einem Wettbewerb, wo wir dann absagen. Also du hast eigentlich wie über die Engagierung von uns hast du das wie alles outsourced, kann man sagen. Aber auf der anderen Seite sehe ich das auch einfach sehr stark am Markt, wie sich Leute schwer tun, abzusagen zum einen, aber auf der anderen Seite, wie Makler unglaublich aggressive, pushy Verhandlungstechniken ihren Frontleuten mitgeben, die zum Teil grenzwertig ist. Also, oder die gehen mit dem Vertrag vor Ort und sagen, hey, du musst nur hier unterschreiben, du kannst nichts verlieren, du kannst jederzeit künden, du kannst jederzeit noch einen anderen Makler engagieren und. Oder sie probieren dort die Hemmschwelle so tief zu halten, aber die werden gepusht, geht nicht aus dem Haus, bevor ihr nicht die Unterschrift habt. Und nachher, wenn ihr die Unterschrift habt, sagt ihr noch, wann lernt ihr noch kennen oder wann habt ihr noch eingeladen, sagt die Termine ab. Oder das ist unglaublich Shark-Ausbildung, sage ich mal, wo ganz viele Leute einfach einschüchtern. Das interessiert mich jetzt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da kommen wir zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Mein Beispiel, oder ich bin nicht Verkäufer gewesen, ich bin potenzieller Käufer gewesen. In Biel, eine kleine Stadtwohnung in einer Altstadt, Jahrgang 1800, schlag mich tot, irgendwie 1815, eine schönes kleine 2,5-Zimmer-Wohnung, einfach als Investment. So, ich bin eingegangen, habe nicht mit den Eigentümer geredet, sondern mit so einer Maklerbude. Und die Maklerbude, ich sage jetzt nicht, welche das ist, hat eine junge, blonde Dame ist da gekommen, gefühlt 20, 25-Jährige, und hat einfach so schnell wie möglich mir alles gezeigt und hat am Abend mir um 10:30 einen Käufervertrag geschickt über den Preis, den ich ihr gar nicht gesagt habe, dass ich einverstanden bin. Und hat den Eigentümer nachher schon angerufen am Abend um 10 Uhr und hat gesagt, sie hätte einen Käufer. Und das hat gar nicht gestimmt. Und ich bin nachher am nächsten Tag den Eigentümer angerufen und hat gesagt, ja, was sie das hingeben. Und dann sagen sie, schau, wir haben mit der Maklerbude gar nichts zu tun. Die haben einfach auf ImmoScout eine Anzeige hochgeladen von unserer Wohnung und wir haben mit denen noch nie geredet. Das heisst, die ist einfach in fremdes Eigentum gegangen mit mir und ich habe gemeint, die seien miteinander zusammen. Und ich habe das eine verdammte Frechheit gefunden. Oder? Und mir hat diese Woche, und das interessiert mich von dir, Gabriel, mir hat diese Woche einer gesagt, der in der Immobilienbranche ist,
Dario, geh nie zu einer Maklerbude, wo Franchise ist oder wo mehrere Makler sind, sondern geh immer zu einem Einzelmakler, wenn du es machst. Würdest du dazu stimmen? Ich glaube, so pauschal ist es eben auch nicht zutreffend, weil Franchise, ich kann dir sagen, es gibt mega gute Franchise-Nehmer. Die machen Top-Verkäufe. Das in Kreuzlingen war über einen Franchise-Nehmer, der einen unglaublich guten Verkauf resultiert ist. Und das kommt in der Region auf Personen drauf an. Und wie willst du das als Laie wissen? Oder so kommst du dann auch zu einer Empfehlung, gang nicht zu einer Franchise, weil häufig stimmt es vielleicht. Aber das ist nicht, es gibt nicht eine allgemeingültige Lösung. Was ich kann sagen, ist, mehrheitlich sind Discount-Makler eine schlechte Lösung. Und mehrheitlich oder immer sind Fixpreis-Makler eine schlechte Lösung. Das sind so zwei Kategorien, die man vielleicht noch ein bisschen umschreiben kann. Discount-Makler ist, sie brüsten sich so, hey, es ist 2% Provision, eher günstig, du kannst jederzeit künden, etc. Und das sind einfach so absolute Massenmarkt-Makler, die junge, ambitionierte Leute als Makler einstellen, die sich das grosse Geld im Immobilienbereich erhoffen, die extrem pushy Sales-Technik gelernt bekommen, von Grund auf, wo wir müssen sagen, das ist einfach so weit weg von dem Qualitätsanspruch, den wir haben. Und das kann ich sogar untermauern, weil wir haben all die haben wir auch schon mal im Prozess gehabt und haben ihnen auch Chancen gegeben. Und viele davon haben wir einfach müssen sagen, die müssen wir ausschliessen, weil die Qualität hin und vor nicht verhebt. So. Aber das ist erfahrungsbasiert. Wir kennen den Markt, wir kennen die Leute, wir wissen, wer wo ist. Discount-Makler nicht. Das ist zu unterscheiden von einem Franchise-Makler. Ein Franchise-Makler ist nicht per se Discount, sondern das ist eine Kette, die einfach jemand wie eine Region kauft. Das ist nicht ganz das Gleiche. Auf der anderen Seite, die zweite Kategorie, die ich würde sagen, nicht oder zumindest eher nicht, ist ein Fixpreismakler, der sagt, hey, für 10'000 Stutz flat verkaufe ich dir dein Haus oder deine Wohnung. Und die tun es dann immer so schön vorrechnen. Oder? Auf 1 Million zahlst du 30'000, 3%, bei uns 10'000. Du sparst 20'000. Aber Dario, oder? Da muss ich schon sagen, was bringt es dir, 20'000 zu sparen, wenn du hinten für 100'000 günstiger verkaufst. Und ja, das ist leider... Falsch Anreiz, das sehen wir wieder, oder? Sie werden so günstig wie möglich verkaufen. So schnell wie möglich. Es ist ein Mengengerüst, das auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, weil egal wie viel Aufwand sie reinstecken, ihre Vergütung ist genau gleich. Also ist das, was sie minimieren, ist der Aufwand, den sie reinstecken. Und die Möglichkeit, wie du möglichst wenig Aufwand musst reinstecken, ist günstig verkaufen. Jetzt ist die Frage, wie verdienen ihr Geld und wie viel an dem Betrag? Nehmen wir jetzt mal an 1 Million. 3% geht an einen Makler und ihr seid wo drin? Wir nehmen 25% vom Makler. Das ist völlig transparent ausgewiesen im 3-Parteien-Maklervertrag. Das ist wie so das letzte Stückchen. Wir optimieren den Maklervertrag für einen Verkäufer. Also es ist nicht der Vertrag vom Makler, sondern wir optimieren den und tun den gegenüber dem Makler durchsetzen. Und dort steht auch unser Anteil drin, das ist 25-30%, in der Deutschschweiz 25%, wo einfach im Erfolgsfall nachher fällig wird. Ja. Wie viele Transaktionen habt ihr jetzt so pro Monat? Kannst du das ungefähr sagen? Ja, also wir haben ja wie die Stufe, der Kunde gibt uns den Zuschlag, also Mandat. Und nachher geht es 4-12 Monate, bis es verkauft ist. Ich sage jetzt, 4 Monate war früher eher geläufig, weil der Markt sehr austrocknet war und fast kein Objekt war. Mittlerweile sind wir eher 6 Monate plus, weil die Zinsen gestiegen sind, Steuerer, Käufer zu finden, ist schwieriger geworden. Das muss man ganz klar sagen. Und letztes Jahr haben wir ein bisschen über 100 Mandate geholt und dieses Jahr hat es gegen 250 Mandate rauslaufen. Ja. Und davon schließen wir über kurz oder lang jeweils 90%. Stark. Also, dann machen wir jetzt, was machen wir durchschnittlich? Nehmen wir jetzt an, 1 Million, 3% wäre 30'000, ein Viertel von dem wäre irgendwie 7'000, 7'500. Und ist das so also realistisch, dass ihr 7'500, 7'000 bis 8'000 Franken pro Transaktion verdienen? Ja, das ist in der Deutschschweiz ist das etwa genau der Schnitt. Und klar, du hast nachher einen Elefant, also so
grosse Ausreißer oder wenn du eine grosse Überbauung begleitest, 20 Millionen Neubauprojekt oder Renditeliegenschaft für 10 Millionen, das tut sicher ein bisschen gegen oben korrigieren. Und andererseits begleiten wir aber auch eine Einzimmerwohnung in Davos, in Klosters, wo aber auch dort sich der Vergleich lohnt, weil auch dort sind wir von 280 bis 380'000 in den Bewertungen gewesen und haben für 390 abgeschlossen. Und der Vergleich lohnt sich immer, egal was für eine Immobilie und egal wo. Also ihr macht ja so zwischen, letztes Jahr hat er vielleicht 1 Million Umsatz gemacht, jetzt seid ihr noch 2,5 bis 3 Millionen. Wie viel Prozent? Mich interessiert so als Marketeer so. Also stimmt übrigens der Umsatz ungefähr? Ich kann sagen, das ist so das erste Jahr etwa 150, dann knapp 500'000, dann 1 Million und jetzt letztes Jahr sind wir bei knapp 1,5 Millionen gewesen. Wobei man dort dazu muss sagen, wir haben bis letztes Jahr angefangene Arbeiten absolut nicht berücksichtigt. Aber unsere Arbeit vom Mandat bis Maklerwahl, Maklervertrag ist ja 90% von unserer Arbeit ist dann gemacht. Wir sind auch immer noch beim Kunden bis zur Verschreibung beim Notar. Aber dort haben wir wie mal müssen die Pipeline anfangen berücksichtigen, insbesondere wenn jetzt die Vermarktungszyklen wie länger werden. Und unter Berücksichtigung von dem sind wir bei über 2 Millionen auch letztes Jahr, was das vierte Jahr eine Verdoppelung ist. Also 3 Jahre war es effektiv Umsatzverdoppelung gewesen, und das vierte Jahr unter einer besseren True and Fair View nachher immer noch eine Verdoppelung. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, wird schwierig. Ganz ehrlich, der Markt ist sehr, sehr angespannt. Es ist schwieriger, Käufer zu finden, Transaktionen gehen viel länger, es ist mehr Aufwand für einen Makler, oder die Leute sind eher skeptisch, weil ein Makler wieder wechseln, weil sie das Gefühl haben, es liegt am Makler und. Es wird anspruchsvoller und das wird sich sicher auch im Umsatz zeigen, weil es einfach länger geht, oder? Ja, aber ich glaube an auch das Produkt, ich finde es wirklich spannend, weil ich selber einfach heute die Erfahrung habe gemacht, von der Käuferseite sogar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist von der Verkäuferseite. Ja. Von dem her, ich habe es sehr spannend gefunden, dass du gesagt hast, genau am Anfang ist wichtig, dass du lang überlegst und lieber dir Zeit lässt und nicht einen Schnellschuss machst und so. Also von dem her, da könnte ich mal eine Stunde nochmal darüber diskutieren. vielleicht noch 1-2 Fragen, nachher haben wir das schon fertig, schnell gegangen, das ist sehr spannend. Was hat er so an Marketing-Ausgaben prozentual von dem Umsatz ungefähr? Ich meine, das Produkt ist genial, aber ihr müsst es ja irgendwo können erklären und das bräuchte noch viel Erklärungs- und Awareness-Bedarf. Es geht schon sicher die Hälfte geht im Marketing, wo eine Aufbauarbeit ist. Oder? Das Gute an unserer Situation ist, ein Kunde, der es mit uns gemacht hat, ist absolut ein Fan. Oder? Die haben es realisiert, was die Unterstützung ist. Die haben gesehen, welche Probleme könnten kommen, wie wir damit umgehen. Und also ein Kunde, den wir jetzt gewinnen mit eigentlich teuren Marketing-Franken, gibt in langer Frist viel zurück, weil die uns weiterempfehlen, sehr, sehr aktiv. Im Aufbau geht ein Grossteil auf das Marketing. Ja. Und da hilft, wenn man mal irgendeinen Zeitungsartikel hat, der K-Typ, K-Geld hat mal über uns geschrieben, Blick ist jetzt dran, etwas wieder zu schreiben. Und das hilft, aber du hast nicht so den Endkanal, wo du weißt, mit dem funktioniert. Es ist so unglaublich auf viele verschiedene Hüte verteilt, wo Kunden herkommen. Und manchmal wünscht ich mir auch, oder? Wir können einfach sagen, das ist es und wir machen mehr von dem und dann ist es geregelt. Es ist ein Sammelsurium von ganz vielen Marketingaktivitäten. Genau. Ja, super. Hey, sehr spannend gewesen. Wir bleiben definitiv in Kontakt, wenn ich den nächsten Hausverkauf mache, komme ich zu dir. Ich kann übrigens auch schon eine Wohnung hier schätzen. Es ist relativ genau das, was hier so ein bisschen in der Nachbarschaft umgeht. Also das ist auch hedonisch, sagt man dem, gell? Genau. Und das ist sehr gut gewesen. Und nachher hat mich am nächsten Tag jemand von euch angeleitet, ein sehr sympathischer junger Mann.
wo mir nachher alles erklärt hat und ich habe ein bisschen gefragt über die Customer Journey. Also ihr macht das wirklich sehr professionell, sehr gut, sehr anständig. Von dem her, sonst hätte ich auch mit dir keinen Podcast gemacht. Von dem her sehr cool. Gabriel, wo findet man dich online? Wo kann man dich am besten kontaktieren? Und wo kann man am besten zu Bestag gehen? Also am besten geht man auf bestag.ch und füllt dort das Kontaktformular aus oder sucht meinen Namen und läutet mir an oder schreibt mir eine E-Mail. Ich bin auch auf LinkedIn, man kann mir gerne auch auf LinkedIn schreiben. Und wenn man konkrete Immobilien hat, dann kann man die dort online auch in so einer Kurzbewertung einfach eben kurz bewerten. Und das ist auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Aber darum läuten auch unsere Leute an, um das ein bisschen erklären und in einen Kontext zu setzen. Und so kann man mit uns in Kontakt treten. Aber ich lade alle gerne auch mit mir selber in Kontakt zu treten. Bestag.ch findet man alles, genau. Cool, super. Gabriel, hast du noch etwas sagen? Sonst irgendetwas? Ja, hey, ein Vergleich lohnt sich, ich glaube. man kann es nicht genug häufig sagen und scheut noch nicht die Zeit für das zu nehmen. Man kann auch dann, wenn man schon mit einem Makler war, einen Maklerwechsel zu machen. Und auch das machen wir immer wieder und erfolgreich. Aber es ist so viel einfacher, wenn man einfach am Anfang Sachen richtig aufsetzt, als nachher zu korrigieren. Sehr gut, mit dieser Message glaube ich schließen wir ab. Vielen Dank, Gabriel, für den Podcast. Merci, Dario. Das war es vom Schweizer Erfolg-Podcast. Du findest uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok und natürlich YouTube, Spotify und Apple Podcast. Gib mir alle Likes, folg mir überall, dass du den Algorithmus stärkst und dass du unseren Podcast so unterstützt. Wir wären sehr dankbar für das. Und wenn du 52 Büchertipps wählst, dann melde dich jetzt auf dem Newsletter an www.schweizererfolg.ch. Da findest du eine Bücherliste mit 52 Büchertipps und nochmal ein kleines Geschenk, wenn du den Newsletter abonnierst. Viel Spass und bis zum nächsten Mal.